Ein kleiner Lichtblick für den Tag. Donnerstag, 15. Januar. Das Wort zum Tag steht heute in Psalm 139, die Verse 23 bis 24. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Ein älterer Mann erzählte aus seiner Kindheit. Wenn wir etwas angestellt hatten, bestraften Vater oder Mutter uns. Irgendwann merkten wir aber, wenn nichts herauskam, wurden wir nicht bestraft. So sorgten wir Kinder dafür, dass die Eltern am besten gar nichts erfuhren. Dieses Schema übertragen manche Menschen unbewusst auf Gott, sehr zu Unrecht, denn Gott ist ein verständnisvoller Vater. Auch bei der Erziehung Davids war man vermutlich nicht zimperlich gewesen, was auf sein Leben sicher Auswirkungen hatte. Aber warum erschrak er nicht, als ihm klar wurde, dass Gott alles sah, was er tat, alle seine Worte bereits kannte, bevor er sie aussprach, und selbst seine Gedanken von Ferne kannte und verstand? So wird es in Psalm 139 in den Versen 2 bis 4 geschildert. Weshalb beunruhigte ihn das alles anscheinend nicht? Hatte er ein reines Gewissen oder ein schlechtes Gedächtnis? Nein, er kannte seine schweren Vergehen, darunter sogar Ehebruch und Mord. Wie konnte er so gelassen sein? David hatte erlebt, dass der himmlische Vater anders ist als manch ein menschlicher Vater. Ihm war klar geworden, vor Gott kann ich nichts verheimlichen, auch nirgendwohin vor ihm fliehen. Als er dem Herrn seine Schuld, die ihn plagte, bekannt hatte, fand er Erbarmen und Vergebung. Nach dieser Erfahrung öffnete er sich Gott noch mehr und bat sogar frei heraus: Durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken. Wir alle haben zwei Möglichkeiten, vor Gott zu fliehen, was letztlich nicht möglich ist, wie David wusste, oder zu ihm hinzufliehen. Er als unser Schöpfer weiß genau, wie es in unserem Herzen aussieht. Der unbegreiflich liebende Vater im Himmel will dich und mich auf dem Weg zum ewigen Leben führen und bewahren. Um dies bitte auch ich Gott täglich. Und ich kann Gott nur staunend danken, dass er uns durch und durch kennt und dennoch liebt. Diese Gewissheit wünsche ich besonders allen, die durch ihren eigenen Vater ein anderes Bild vermittelt bekommen haben. Albrecht Höschele.